Staatsakt für Drogendealer in Deutschland? Nun ja, man ist ja so viel Ungewöhnliches gewöhnt, dass man fast nichts mehr für ungewöhnlich hält. Sei es das Verschleudern deutschen Geldes ins Ausland, endlose Verschuldung zu Lasten noch unserer Urenkel, Bevorzugung von Ausländern, Homos oder anderen Randgruppen durch Justiz und Verwaltung, Benachteiligung von Ehe und Familie, also fast grundsätzlich das Handeln gegen die Interessen und den Willen der Mehrheit der Normalo-Deutschen. Und die Normalo-Deutschen bemerken das kaum noch, können es kaum noch bemerken, weil sie vollauf damit zu tun haben, sich von einem schlecht bezahlten oder befristeten oder Teilzeitjob zum nächsten durchs Leben zu hangeln. Aber Ehrung von Drogendealern in Berlin? Nun ja, offiziell gelten die Geehrten ja als Opfer der Neonazi-Szene. Eigentlich ja auch nur vermutlich, da nichts bewiesen ist bislang. Aber das sagt niemand dazu. Im Rechtsstaat wohlgemerkt. Denn, aufgemerkt, Unschuldsvermutung gilt für Rechte nicht natürlich. Und wen in der Gesellschaft sollte das denn stören, wo es doch so gut ins Konzept passt, im Kampf gegen alle nationalen und konservativen Regungen im absterbenden Deutschland? Eine Verschwörungstheorie? Wohl eher genau andersherum. Schon am 12. Dezember 2009 veröffentlichte Türkisch Press bezüglich der Dönermorde die Meldung, dass das Landeskriminalamt der Türkei, KOM, schon im Oktober einen Bericht zu seinen Ermittlungen an die Kripo Nürnberg übergeben hatte. Im Zeichen der Burg? Ist dieser Bericht im Burgverlies verschwunden auf Nimmerwiedersehen? Denn seine Feststellungen lauten so ganz anders. Nämlich, dass die getöteten Kleinunternehmer Opfer eines Machtkampfs wurden, der zwischen einem türkischen Familienclan aus Diyarbakir und der Terrororganisation PKK entstanden war. Es ging um Drogeneinnahmen und Schutzgeld. Für beides gleichzeitig hatte es wohl nicht mehr gelangt, weil der türkischen Polizei eine empfindliche Störung der Drogenhandelskette gelungen war, sodass die Dealer in der Zwickmühle zwischen Drogenring und PKK standen oder saßen. Jeder wollte Geld von ihnen. Also, dass sie zwischen Teufel und Beelzebub wählen mussten. Und einer der beiden hat sie geholt. Hilfe konnten sie wohl von niemandem erwarten. Am wenigsten von den deutschen Behörden. Die sammeln lieber die bedauerlichen Reste, um sie bei Bedarf propagandistisch verwerten zu können, wie im vorliegenden Falle. Ich zitiere: Das Landeskriminalamt in der Türkei hatte damals ermittelt, dass ein Familienclan in Diyarbakir einen Drogenring in Europa aufbauen wollte. Als die erhofften Erlöse aus dem Drogenmilieu ausblieben, die PKK den neuen Verteilerring erpresste, soll die Familie die Morde beauftragt haben. Die Kaltblütigkeit, mit der die Opfer am helllichten Tage ermordet wurden, ließ schon zuvor vermuten, dass nur professionelle Täter in Frage kommen. Das BKA und die Nürnberger Kripo tappten zunächst im Dunkeln, da es keine Zeugen und Hinweise gab. Alle Morde wurden dem Bericht nach mit drei verschiedenen Pistolen der tschechischen Marke Cevka 7,65 mm begangen. Der Bericht wurde damals über das BKA an den Nürnberger Kripo-Chef Wolfgang Geier übermittelt. Zitat Ende. Da tut sich nun eine neue Ungereimtheit auf. Wo sind die beiden restlichen Tatwaffen? Denn unsere tüchtigen Bundesermittler hatten doch festgestellt, dass es angeblich nur eine war. Oder haben sie es gesagt, weil nur zufälligerweise eine greifbar war, um sie im Wohnwagen zu platzieren? Denn dass die Kriminaltechnik aus dreien plötzlich eins macht, das klingt doch wohl eher nach faustischem Hexeneinmaleins.
Es sei denn, uns Profi-Uwes hatten einen Drillingsrevolver gebastelt. Was nun, verehrte Bundes- und Generalstaatsanwälte? Versinkt ihr langsam im Sumpf der eigenen oder fremden Manipulationen? Und wie kommen unsere beiden jugendlichen Amateur-Uwes zu dem von Fachleuten eingeschätzten Profikiller-Niveau? Hat unser Verfassungsschutz nicht nur Geld und Ausrüstung geliefert, sondern auch Qualifizierung und Ausbildung zum Nahkämpfer und Killer gemanagt? Waren sie gar im Taliban-Ausbildungscamp? Fragen über Fragen. Dubioser Vielfach-Selbstmord. Dubiose Masse-Mordwaffen. Dubiose postmortale und uneindeutige Öffentlichkeitsarbeit. Dubiose Motivlage. Dubiose Beihilfe baden-württembergischer und Thüringer Verfassungsschützer. Dubioser Polizistinnenmord mit türkischer Beteiligung. Und dubioses Schweigen des beobachtenden US-Geheimdienstes. Wo bleiben die Antworten, verehrte parlamentarische Untersuchungsausschüsse? Die Verstrickungen werden immer verzwickter, stimmt's? Braucht's erst einen Alexander, um diesen gordischen Knoten durchzuhauen? Vielleicht würde es ja helfen, nun denn doch noch den sächsischen Untersuchungsausschuss zu installieren. Da würde ja wohl auch ein Rechter mit drin sitzen müssen, und der hätte bestimmt nicht solch einen Tunnelblick wie offenkundig alle anderen bislang Beteiligten. Ist deshalb der sächsische Untersuchungsausschuss nicht gebildet worden, damit diese Mordsgeschichte dubios in dieselbige eingeht und im grauen Nebel da anderen Offenkundigkeiten deutscher Vorzeit verschwimmen, von wo sie aber jederzeit von den amtlichen Märchenerzählern zurückgerufen und wieder zur zweckmäßigen und schaudererzeugenden Verwendung auftauchen können. Unsere allseits beliebten und per Dekret verordneten Offenkundigkeiten. Fast so schön wie Weiland der fliegende Holländer. Es fehlt nur noch ein moderner Wagner, der uns die schöne Musik dazu macht.